Tag und Mahlzeit. Herzlich willkommen bei diesem Video. Ich wollte mal kurz etwas aufgreifen, weil ich gerade die Gelegenheit bietet. Ich habe gerade den Link zu dem neuen Video von Schwarz-Weiß, Rechtsextrem, zugeschickt bekommen. Und denke mir so, der hat so recht, der hat sowas von recht. Ich verlinke das Video für all die, die es noch nicht kennen. Hört sich einfach an, dauert 3 Minuten, Klartext. 3 Minuten, klar, also kann mir keiner sagen, hat da keine Zeit für. Und es triggerte so Gedanken wie, ja, das ist, da habe ich ja auch schon, ne? Er spricht halt davon so, ja, pf, wenn ich durch das, was ich heute bin, ständig als Rechtsextremer bezeichnet werde, dann bin ich das wohl. Und ich wollte hier einfach mal die Idee in den Raum stellen, einladen, darüber nachzudenken, was das angeht, halt die Terminologie einfach auch mal zu ändern. Nicht in Medien. Wir, dass wir für uns einfach sagen, ja, wir sind die Neurechten. Neo-Neonazis könnte man uns auch nennen. Ja? Und das sind offensichtlich, also das hat dann nichts mehr mit Hitler zu tun, offensichtlich, weil die ganzen Menschen, die heute als Nazis bezeichnet werden, wohl kaum noch irgendwie mit Hitler in Verbindung gebracht werden können. Das sind halt Menschen, die sich erlauben, eine eigene Meinung zu haben zu bestimmten Sachen, keine Lust haben, aufgedrängte Dogmen anzunehmen und dann halt eben zu kuschen wie Schäfchen. Das sind Leute, die Probleme damit haben, dass ihnen einfach ihre Grundrechte weggenommen werden. Das sind Leute, die auf die Straße gehen für Frieden, für Augenhöhe, für Selbstverantwortung und Eigenverantwortung. Das sind Menschen, die einfach mit den Zuständen, wie sie herrschen, nicht unbedingt zufrieden sind und nicht unbedingt glauben, dass eine Regierung das für uns einfach regeln kann, während sich langsam immer weiter die Erkenntnis durchsetzt, dass wir es halt selber regeln könnten. Und zwar wesentlich besser als irgendeine Regierung. Ne? Selbst wenn sie ihn machen würden, wäre es für die Politiker einfach ein Job. 8 Stunden bis 12 Stunden am Tag. Für uns, also und sie machen ihn ja noch nicht mal, ja? Das ist es ja. Für uns ist das unser Leben. Das heißt, wir haben mindestens doppelt bis dreifache Potenzial, um diese Probleme zu regeln und anzugehen und Lösungen zu finden und diese dann auch umzusetzen. Wenn die Politiker das täten, wäre das ja, würde man das ja irgendwo sehen. Aber es passiert das Gegenteil. Ne? Und alle, die da halt eben Probleme mit haben und das nicht mitspielen, all die, die heute Nazis genannt werden, auch alle die, die heute leben und Nazis genannt, also die Neo-Neonazis, die Neurechten, also es ist wirklich, die sind ja, es ist ja eine neue Form von Rechtsextremismus, den wir da sehen. Also wird auf einmal mit Querdenken in Verbindung gebracht, wo ich mir dann alleine bei der Terminologie denke, was erzählen die Medien denn da? Wenn ich die Medien wäre, hätte ich mich nicht gewagt, diesen Terminus unters Volk zu jubeln und dann auch noch was schreiben. Über das Wort Querdenken überhaupt impliziert doch ausschließlich, dass es eine vorgegebene Denkweise gibt, gegen die man querdenken kann. Unabhängig davon kann man auch noch frei denken und mit dem ganzen Sprachgebrauch nichts zu tun zu haben. Und das sind Nazis. Leute, die sowas tun. Die sind eigentlich für niemanden irgendeine Gefahr, bis auf halt eben fürs Establishment, das
gewisse Interessen verfolgt, die wir Neo-Neonazis, wir Neurechten einfach nicht mitzuspielen gewillt sind und unsere Gründe dafür haben. Und dann sind wir gerne Nazis. Das ist echt mittlerweile das allergeringste Problem. Ne? Meine Einladung geht raus an alle, die sich hier gerade drin wiederfinden. Lasst uns den Spieß umdrehen. Ja, wir sind Nazis und wir sind stolz drauf. Lasst es uns so präsentieren, dass alle, die es hören, sich verwundert fragen, hä, was ist denn jetzt los? Ne? Kann jeder machen, wie er will. Aber wäre eine Gelegenheit, den Spieß umzudrehen und den Medien einfach die Achillesferse zu kappen. Und im Prinzip die Terminologie, nämlich die Nazi-Keule, quasi in Schaumstoff zu verwandeln, die nichts mehr ausrichten kann, über die diesen ganzen Quatsch funktioniert mit dem Ausgrenzen all derer, die eine andere Meinung haben und sie gern vertreten würden. Und sobald sie das tun, als Nazis bezeichnet werden, Granate. Finden wir jetzt richtig geil, weil das, ne, in meinen Augen wirklich gute Menschen sind, die tatsächlich auch ein Problem mit Diktatur haben. Und ein Problem mit Demokratie. Und ja, wir sind gefährlich für diese Demokratie, weil wir erkannt haben, dass es gar keine ist. Es ist einfach nur eine Mehrparteiendiktatur. Aber das ist keine Demokratie. Und ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich bin nie ein Freund von Demokratie gewesen. Das ist auch sowas, was man mir aufgedrängt hat, dass ich das gut finden muss. Ich finde überhaupt nicht toll, dass 51% einer Gruppe den restlichen 49% diktieren können, was die dann zu tun haben. Das ist für mich nicht gesund. Aber das ist der Grundgedanke von Demokratie. Kann man jetzt mal drüber nachdenken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und ich wünsche euch den Frieden. Hier, muss man auch in die Kamera halten. Ne? Bis dann.